Denkwürdiger Tag heute, Herr Kuhle. Deshalb die erste Frage an Sie. Wie überrascht sind Sie, dass dann heute doch noch in Sachen GEG, Gebäudeenergiegesetz, weißer Rauch aufgestiegen ist? Ich bin nicht überrascht. Es haben ja die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die Fraktionsvorsitzenden und am Ende auch Christian Lindner, Olaf Scholz und Robert Habeck über dieses Thema verhandelt. Mhm. Und so ist das eben. Drei unterschiedliche Parteien ringen miteinander. Und jetzt hat man einen Entwurf, mit dem man in die erste Lesung gehen kann. Da wird es dann noch Veränderungen geben, da gibt es dann noch Diskussionen. Aber die Menschen können sich sicher sein, das Gesetz von Robert Habeck wird so nicht kommen, wie es ursprünglich vorgehört. Jetzt ist irre, wie Sie das betonen. Ja, weil das der Punkt war, warum wir ihn nicht aufsetzen. Nur darum ging es Ihnen, dass das Gesetz von Robert Habeck auf gar keinen Fall so kommt. Der Entwurf, es hat nichts mit der Person zu tun, sondern es hat was mit dem Inhalt zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Menschen heute schon keinen Termin bekommen beim Schornsteinfeger, beim Energieberater, bei den Leuten, die man mal fragen kann, was ist denn jetzt eigentlich mit meiner Heizung? Ja. Da ist ein riesiges Maß an Unzufriedenheit. Aber kurz, Herr Kuhle, weil Sie das so betonen, dieses böse Gesetz. Hätten wir nicht beschließen können. Und deswegen ist es gut, dass sich daran was verändert hat. Weil Sie das so betonen, dass dieses böse Habeck-Gesetz jetzt nicht kommt. Sie haben ja als FDP zweimal diesem Gesetz zugestimmt. Zweimal. In der Bundesregierung? Ja. Ja, aber ich bin ja Parlamentarier. Ja, ich weiß, aber Sie gehören ja auch zur FDP. Absolut. Und wir entscheiden aber im Bundestag ja selber, was wir aufsetzen und was nicht. Der Bundestag ist ja nicht die Abnickvorrichtung für die Regierung. Das heißt, Sie haben als FDP-Parlamentarier mit Ihrer FDP-Regierung nichts zu tun? Wir haben ganz viel mit denen zu tun. Doch. Unsere Minister sitzen sogar in der Fraktion dabei. Ja. Aber es sind 92 Kolleginnen und Kollegen, die sind alle vom Volk gewählt. Und die sollen dieses Gesetz am Ende beschließen. Und da kann man nicht einfach sagen, passt mal auf, hier ist das Gesetz, das bringen wir jetzt mal durch den Deutschen Bundestag, sondern da muss was geändert werden. Und jetzt haben wir klargestellt, erst kommt die kommunale Wärmeplanung, dann kommt das Gebäudeenergiegesetz. Wir haben klargestellt, es kann auch auf Wasserstoff gesetzt werden, es kann auch auf Gasheizung gesetzt werden, Heizen mit Holz haben wir sichergestellt. Okay. Also es ist schon was anderes, als da vorher gekommen ist. Und aber das heißt, das Gesetz, das auch Ihre FDP-Kolleginnen, Kollegen mit beschlossen haben oder besprochen haben im Kabinett, war Murks? Nein, der Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag. Den weiß ich, ich sage ja, besprochen. Es gibt drei Möglichkeiten, wie das da landet. Kann. Das kann die Regierung machen, das können wir selber machen oder beim Bundesrat. Und es gibt eine Vorlage von Robert Habeck, die sagt, wir wollen Klimaschutz im Gebäudesektor. Und da hat der Mann recht. Denn wir brauchen Klimaschutz im Gebäudesektor. Und dann gibt es eine Diskussionsgrundlage aus der Regierung, die landet im Parlament. Und das Parlament sagt, Moment mal, das geht in eine Richtung, wo sich so viele Menschen Sorgen machen. Da müssen wir vorher noch mal drüber reden. Das haben wir gemacht. Hat das Christian Lindner nicht begriffen? Der Christian Lindner hat doch an den Fraktionssitzungen teilgenommen und hat sozusagen... Und der ist ja auch im Kabinett. Ja, ganz genau. Der hat dieses Gesetz mitbesprochen. Ja, der hat in einer Protokollnotiz bei der Zustimmung gesagt, passt mal auf, liebe Leute, an diesem Gesetz wird sich noch was verändern müssen. Und zwar beispielsweise das Thema kommunale Wärmeplanung muss Vorrang haben, Heizen mit Holz, die ganzen Geschichten, die wir jetzt reingekriegt haben. Ich sag's nur, auch das nur fürs Protokoll, weil Sie gerade Protokollnotiz sagen, Herr Medig, ich find ganz derselbe Christian Lindner, der diesem Gesetz vorher schon zweimal seinen Segen gegeben hat. Aber dann brauchen wir keinen Bundestag mehr. Wenn einfach die Regierung die Gesetze beschließt, dann brauchen wir keine Parlament mehr. Aber Sie stellen das ja jetzt so als ganz normalen Prozess sozusagen dar, was da in den vergangenen Monaten passiert ist. Das war es ja nun nicht. Also ich meine, der ganze Entstehungsprozess, das war, würde ich sagen, eine reine Vertrauensvernichtungsmaschine innerhalb der Ampelkoalition. Eine Vertrauensvernichtungsmaschine, würde ich sagen. Ja. Weil sozusagen sowohl was die drei Ampelkoalitionspartner untereinander angeht, als auch was den Blick auf die Koalition angeht. Was ist da passiert? Also schon wie der Gesetz Entwurf öffentlich wurde, da war der Vertrauensraum, konnte ja nicht gesichert werden offensichtlich. Er ist mehr oder weniger zufällig ein unfertiger Gesetzentwurf an die Medien gelangt. Was dann passiert ist, war, auch Ihre Partei hat eine Kampagne innerhalb der eigenen Koalition gegen dieses Gesetz gemacht. Ja. Man kann das alles machen, aber man muss sich dann natürlich auch nicht wundern, wenn dann eine Kultur sozusagen entsteht, von der am Ende nur eine Partei profitiert, nämlich die AfD und nicht die FDP. Der Tweet von Ihnen in dem Zusammenhang mit diesem Leak, der hier, würden Sie das nochmal so schreiben? Ja, auf jeden Fall. Das passiert ständig. Also mich ärgert das wahnsinnig. Dass also Sie sagen immer noch, es kann durchaus sein, dass das natürlich von Habecks eigenen Leuten... Ja, da arbeiten tausende Leute im Wirtschaftsministerium. Natürlich kann das von denen einer rausgegeben haben. Also es sind das war ja die sogenannte Frühkoordination. Genau. Ja. Das sind ja nicht tausende Leute, sondern das ist eine Handvoll Leute, vielleicht ein Dutzend Leute. Ja. Nur die beteiligten Minister, das wenige Leute im Kanzleramt. Also das ist eine überschaubare Runde, aus der das Gesetz dann durchgestochen wurde. Das ist ja deswegen... Habeck das ja auch so aufgeregt. Wer könnte es sonst noch gewesen sein?
Naja, irgendwie wird das seinen Weg natürlich nach außen noch gefunden haben, in den parlamentarischen Raum oder so. Es gibt ja dann Vertraute, denen man das Gesetz vielleicht mal so zeigt oder so. Ja? Aber trotzdem ist das was anderes, als wenn es, dazu ist ja die Frühkoordination überhaupt erst eingesetzt worden, dass man einen Vertrauensraum hat, wo nur wenige Personen sozusagen sich drüber beugen können über einen solchen Gesetzentwurf. Eigentlich ist dieser Raum ja jetzt komplett zerstört. Das kann ich nicht bestätigen. Wir machen jeden Tag hunderte Frühkoordinierungsprozesse über verschiedene Vorhaben in der Ampel. Also es ist in diesem Gebäudeenergiegesetz ganz viel passiert, was bei ganz vielen anderen Gesetzgebungsvorhaben normal ist. Es wird eine Aufsetzung abgesetzt. Es wird gesagt, wir können jetzt über das Gesetz nicht sprechen. Es wird nochmal von der Fraktionstagesordnung runtergenommen. Es wird nochmal hocheskaliert zu den Fraktionsvorsitzenden. Also Dinge, die bei jedem anderen Gesetz auch vorkommen können, sind bei einem Thema jetzt besonders heiß diskutiert worden. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das das Thema Klimaschutz betrifft, was eine zentrale Zukunftsherausforderung ist, und einen Bereich, in dem viele Menschen wirklich Angst ums eigene Portemonnaie und ums eigene Haus, um die eigene Wohnung haben. Und das ist das Problem. Ich bin sehr dafür, dass wir über politische Kultur sprechen. Aber dass jetzt jede politische Form von Streit und jede Form von Auseinandersetzung in der Koalition als Zerstörung der politischen Kultur dargestellt wird, das stimmt nun auch nicht. Herr Schäffler und seine Truppe aus der Partei. Herr Schäffler, Mann aus der FDP. Herr Schäffler hat Fragen gestellt an das Gesetz. Das ist sein gutes Recht als Abgeordneter. Atombombe für dieses Land bezeichnet. Ja. Er spricht von der Erziehungsdiktatur und so weiter. Ich meine, das ist doch ein Wording, was doch keiner vernünftigen politischen Kultur entspricht. Haben Sie mal gesehen, was die Grünen über Volker Wissing so sagen? Ich will jetzt nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Alles gut, ja. Ich finde, wir müssen uns alle an die eigene Nase fassen und alle mal alle, auch die FDP, Grüne, SPD, immer überlegen, ist die Art und Weise, wie wir über den politischen Gegner sprechen, eigentlich noch in der Sache ein Argument? Oder ist das vielleicht zerstörerisch für die politische Kultur? Da gebe ich Ihnen recht. Aber dass jetzt nur die FDP bei einem Thema, was uns besonders wichtig ist, nämlich dass Leute, die irgendwie eine Lebensentscheidung für eine bestimmte Heizung treffen, nicht in die Röhre gucken, dass wir uns da irgendwie versündigt hätten an der politischen Kultur, das kann ich nicht erkennen. Okay, wir reden gleich nochmal darüber, Frau Ohner-Will, schon die ganze Zeit. Naja, also Vertrauensvernichtungsmaschine fiel gerade als Stichwort. Wollte ich gerade sagen, Vertrauensvernichtungsmaschine. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich sage, was macht das wohl in den Köpfen von Menschen? Also mal hypothetisch ein bisschen spekuliert, was wir da auch aus der Psychologie und der Neurowissenschaften wissen. Vertrauen ist ja erstmal was total Positives, haben wir, glaube ich, oder sind wir uns hier hoffentlich alle einig. Ja? Vernichtungsmaschine, also gerade wenn wir in einer Zeit leben, in der sehr viel Kriegsberichterstattung, auch in diesem Land natürlich zu Recht, passiert, sind natürlich Bilder im Kopf, die irgendwie sehr, sehr weit weg, aus meiner Sicht, jetzt was von zeigen sollten, beziehungsweise Heizung und Vernichtungsmaschinen, ja, beziehungsweise der politische Prozess, der daran geknüpft ist. Was macht es jetzt in den Köpfen von Menschen? Naja, es wird eine Assoziation, also eine Verbindung geknüpft zwischen zwei Themen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und das Stichwort hatten wir gerade auch, das haben Sie selbst gesagt, es kreiert vor allem eins, und das ist Angst. Richtig. Und Angst war schon immer, Volksmund hat ja manchmal recht, ne, war schon immer ein schlechter Berater. Genau. Und ich füge dem Ganzen ganz gerne immer noch die Unsicherheit hinzu. Also Angst und Unsicherheit sind zusammen in Kombination richtig schlechte Berater. Und das, was wir jetzt in den letzten Monaten vor allem ja erlebt haben, war eine massive Unsicherheit. Ne? Hier, hin und her und so weiter. Und dann kommen die Live-Ticker dazu, die machen das nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter. Warum sind die schlechte Berater? Naja, Sie haben es eben schon kurz gesagt, sie machen uns, ich würde nicht sagen doof, sondern dümmer. Also ich habe es ein bisschen zugespitzt. Genau, ich will jetzt nicht über Wörter streiten, aber sie senken tatsächlich unseren IQ. Also wenn Menschen und ganz explizit. Und zwar wirklich ernsthaft, ja? Also wir sind da nicht mehr in der wissenschaftliche Lage, Studien, klar nachzudenken, weil wir im Panikmodus sind. Richtig. Sozusagen. Und nee, gar schon davor, also wenn wir, Stichwort Medienberichterstattung, wenn wir negative Nachrichten sehen, also zum Beispiel in Form von Videos, das ist eine Studie, die ja durchgeführt wurde, auch entsprechend publiziert ist, und dann bestimmte kognitive Aufgaben, also zum Beispiel Intelligenztests lösen müssen, dann schneiden wir schlechter ab und das Ganze dann eben entsprechend wissenschaftlich, methodisch gut kontrolliert, als wenn wir nicht in Angst versetzt sind. So, und wenn wir uns jetzt überlegen, wie treffen Menschen Entscheidungen, wenn sie unter Angst sind, dass sie auf der einen Seite dümmer sind, also ist der eine Bereich, auf der anderen Seite nicht mehr in der Lage sind, auf ihr Gedächtnis zurückzugreifen. Also das, was sie in der Vergangenheit dazu gebracht hat, gute, überlegte Entscheidungen zu treffen, ich sage mal so ein bisschen wie so eine Sackgasse im Hirn, diese Regionen blockiert sind. Naja, dann führt das zu Entscheidungen, die vor allem eins sind, nämlich kurzfristig orientiert. Und ich spreche jetzt hier gar nicht vom politischen Prozess, sondern der politische Prozess verknüpft mit der Medienberichterstattung kreiert das in den Köpfen der Menschen.
Das heißt, die treffen dann Entscheidungen, also natürlich sind Politikerinnen und Journalistinnen auch Menschen, aber wenn wir jetzt mal so die verschiedenen Berufsgruppen anschauen, ja, die Menschen, die eben nicht in diesen Bereichen arbeiten, kriegen diesen Prozess mit, kriegen mit, so wird darüber geschrieben, und treffen dann angstgetriebene Entscheidungen. Und die sind immer, immer kurzfristig. Und das, was wir gerade, und das Stichwort ist ja auch schon gefallen, beim Thema Klima brauchen, sind langfristige Entscheidungen. Mhm. Dafür müssen wir aus diesem Angstmodus rauskommen und vor allen Dingen aus diesem Kampfmodus, das wurde auch ja gerade schon ein bisschen angesprochen, politische Gegner. Kulturkampf. Ja. Konstantin Kuhle hat es selber so genannt, Kulturkampf. Und der Blick geht jetzt zu Carlo Masala. Wir reden gleich über die Ukraine, aber Sie sind ja ein sehr politischer Mensch. Mit Ihnen kann man über sehr viele Themen sehr gut sprechen. Deswegen an dem Punkt noch mal die Frage, diese Wut, die genau bei diesem Thema herrscht, das geht doch alles mittlerweile weit über normalen, konstruktiven politischen Streit hinaus. Gut zu besichtigen am Wochenende in Erding zum Beispiel. Ja, absolut. Wie haben Sie das wahrgenommen? Also wir befinden uns in ganz, ganz vielen Themen in der Bundesrepublik Deutschland in so einer Art Vor-Trumpismus. Also wo nicht mehr über Sachen, wo nicht mehr über die Sache geredet wird, sondern die Sache skandalisiert wird. Was in Erding passiert ist, hat, glaube ich, nochmal eine zusätzliche Dimension, weil da ein stellvertretender Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes, also Hubert Aiwanger, sich vor eine aufgeheizte Menge stellt, die vorher Markus Söder, den Ministerpräsidenten, ausgebuht hat, die Menge ganz ruhig ist und er diese Menge dazu auffordert, dass es jetzt Zeit sei, sich die Demokratie wieder zurückzuholen. Genau, wir hören einmal, damit wir wissen, worüber wir sprechen alle, wir hören einmal kurz rein, ein paar Impressionen von diesem Wochenende. Erst, glaube ich, Markus Söder und dann Hubert Aiwanger. Gerade die Grünen, und das kann man sagen, treiben die Dinge so weit mit Brachialkur voran, und zwar nur mit Ideologie, ohne Pragmatismus, ohne Vernunft. Und deswegen das klare Signal, diese Politik der Grünen darf nicht die Mehrheit in Deutschland werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir wollen nicht, dass unser Land den ganzen Tag von einigen wenigen grünen Funktionären umerzogen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schluss mit dieser Ideologie. Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin so. Denen in Berlin sagen, ihr habt ja wohl den Arsch offen da oben. Meine, okay. Das kann man machen. Ich wollte gerade sagen, genau, politisch-bayerische Folklore. Das ist, ich wollte gerade sagen, genau. Da wollen wir jetzt nicht. Der Satz ist die Demokratie. Aber die große schweigende Mehrheit, genau. Also erstmal zu unterstellen, da gibt es eine große schweigende Mehrheit, die von einer, also demzufolge dann kleinen, sehr lauten Minderheit unterdrückt wird. Und von denen müssen wir uns jetzt die Demokratie zurückholen, sagt jemand, der selber demokratisch gewählt worden genau, ist. Genau, und damit folgendes macht: er delegitimiert eine demokratisch gewählte Regierung. Und mein Punkt ist so, Sie können die Ampelgrotten schlecht finden. Sie können fordern, dass Scholz zurücktreten muss, Habeck zurücktreten muss, Lindner zurücktreten müssen. Sie können das Gesetzgrotten schlecht finden. Das ist alles völlig legitim. Sie können nach Neuwahlen rufen. Das ist alles völlig legitim. Aber Sie delegitimieren als ein demokratisch gewählter Politiker nicht die Bundesregierung, die demokratisch gewählt worden ist. Das suggeriert ja, dass wir uns ja in einer Diktatur befinden. Und das ist letzten Endes, ich meine, die AfD hatte mal den Slogan, wir holen uns unser Land zurück. Das ist genau in die gleiche Schlagrichtung. Das ist Trump am 6. Januar, der die Masse dazu auffordert. Wir holen uns die Wahlen zurück. Genau. Wir holen uns die Wahlen zurück. Das ist schon meines Erachtens für jemanden, der stellvertretender Ministerpräsident eines nicht unwichtigen deutschen Bundeslandes ist, eine neue Qualität der politischen Demagogie. Vielleicht hören wir einfach noch mal weiter kurz zu, weil es ein wirklich bemerkenswertes Wochenende war. Martin Hagen kennen Sie, FDP-Chef in Bayern. Wir hören mal kurz rein. Gleiche Veranstaltung. Ganz Bayern schaut heute auf den Volksfestplatz in Erding, weil hier die Mitte der Gesellschaft demonstriert, weil hier die Mitte der Gesellschaft das ausspricht, was die große Mehrheit in unserem Land denkt. Schluss mit der Heilsideologie und Nein zum Gesetzentwurf von Robert Habeck. Kurzum, dieser Gesetzentwurf ist ein schlechter Gesetzentwurf. Und ich kann euch heute eines versprechen und merkt euch meine Worte und messt mich an meinen Worten. Meine FDP wird dem Entwurf in dieser Fassung im Bundestag nicht zustimmen. Herr Kuhle, wie finden Sie diesen Sound?
Ich finde es absolut richtig, dass wenn 11.000 Menschen da stehen und demonstrieren, dass man da hingeht und mit denen redet. Und ich weiß nicht, welche Stelle sie rausgeschnitten haben. Es war ja ein Schnitt zwischendurch. Aber es gibt die Stelle, wo Martin Hagen sagt, wer den Menschen verspricht, es könne alles so bleiben, wie es ist, der handelt verantwortungslos. Das hat er in dieser Rede auch gesagt. Und das, finde ich, ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Hubert Aiwanger und, das muss ich auch sagen, einem Markus Söder und einem Martin Hagen. Weil weder Söder noch Hagen haben in ihren Reden in Erdingen den Eindruck erweckt, wir würden in einer Diktatur leben. Das finde ich absolut daneben, was Aiwanger da gemacht hat. Und ich finde, das trägt zum Verlust an politischer Kultur in Deutschland bei, wenn man sich auf so eine Veranstaltung hinstellt als Politiker und da sein Mann steht und sagt, wir werden dem so nicht zustimmen und ihr könnt mich an meinen Worten messen, dann finde ich das absolut in Ordnung und richtig, was Martin Hagen da gemacht hat. Heizideologie? Ja, ist ein Begriff aus dem politischen Meinungskampf, den gibt's halt, den benutzt man halt. Ja. Was heißt denn benutzt man halt? Also, Entschuldigung, aber wir haben eine Situation, also wir haben eine Lage, in der bestimmte politische Akteure versuchen, den Eindruck zu erwecken, dass alle Parteien im Deutschen Bundestag gleich sind. Stecken alle unter einer Decke. Die Altparteien wollen sowieso alle das Gleiche, wollen das Schlechteste für uns. Die Medien auch noch dazu? Genau, die werden damit reingerührt, die Wissenschaft, die Justiz. Also wir haben einen Vertrauensverlust in die Institutionen der liberalen Demokratie und das wird befördert von Extremisten. Das ist das Problem. Mhm. Und in dieser Lage machen wir ein Gesetz als Bundesregierung, als Parlamentsmehrheit, mit dem wir das Thema Klimaschutz im Gebäudesektor voranbringen wollen. Dann ist es doch gut, dass Menschen erkennen können, dass die Grünen, die FDP und die SPD unterschiedliche Parteien sind. Und ja, der ursprüngliche Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium, ich sage jetzt bewusst nicht von Robert Habeck, sondern aus dem Bundeswirtschaftsministerium, findet nicht die Zustimmung der FDP. Und das kann man auch vor 11.000 Menschen in Erdingen sagen. Ja, das ist aber was anderes, als zu sagen, wir leben in einer Diktatur. Also ja, es muss, die zünftige Bierzeltrede, die muss auch künftig noch möglich sein. Sagen alle das Gleiche und das kann auch nicht sein. Sie sind ein exzellenter Jurist, Herr Kuhle. Sie widersprechen sich jetzt hier wirklich in zwei Sätzen. Also Sie sagen, da gibt es diese böse Vermutung, die stecken alle unter einer Decke. Ich teile das. Das gibt es, also wird erzählt, genau. Was Quatsch ist. Und eines der Kernargumente ist, da gibt es diese böse grüne Ideologie und die stecken alle, die Medien, die Grünen und der Rest der Regierung, die stecken alle unter einer Decke und die in Berlin sowieso. Genau. Ideologie. Und dann steht ihr Bayern-Chef da und übernimmt genau dieses Wording und sagt Heizungsideologie. Das ist hier von Schäffler, das wir gerade sehen. Der Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Wie finden Sie sowas? Finde ich, daneben ist nicht mein Wording. Würde ich so nicht benutzen. Haben Sie ihm gesagt? Wir sind in einem steten Austausch miteinander, Frank Schäffler. Das heißt, und ich haben auch schon. Ja, wir sehen uns jede Woche in der Fraktion, miteinander. Wir haben sind Sie unterschiedliche Typen. Darauf? 92 Abgeordnete aus der Mitte der Gesellschaft, gewählt vom Volk, die reden unterschiedlich. Schäffler redet so, Kubicki redet so, Kuhle redet so, Lindner redet so. Das ist normal. Ja, wir sind unterschiedliche Menschen. Die sind nicht alle gleich. Aber ist es gut, dass er so redet? Es ist gut, dass wir unterschiedliche Typen in der FDP haben. Ist es gut, dass er so redet? Es ist gut, dass Martin Hagen da hingegangen ist. Und gesagt, nee, Schäffler, Herr Schäffler, ist das gut? Aber Schäffler ist nicht nach Erding gegangen. Ist das gut, dass der so redet? Gegangen. Also, ist es gut, dass wir jetzt ein Ergebnis haben, mit dem wir in den Deutschen Bundestag gehen? Was ist dieser Satz? Der Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Das ist eine krasse Übertreibung im politischen Meinungskampf, die absolut Geschmackssache ist. Und ist das die Erzählung von genau den Leuten, vor denen Sie gerade so eindringlich gewarnt haben? Nein, das würde ich nicht sagen. Ist doch deren Sprache. Also, genauso reden die. Ja, aber wenn Sie sich mal mit Frank Schäffler über Klimaschutz unterhalten, dann werden Sie merken, dass Sie sich ganz normal mit dem über Fragen des Klimaschutzes unterhalten können. Aber macht es das nicht noch ein bisschen... Nicht ein bisschen ist, die unterstellen, es würden alle unter einer Decke stecken oder sonst was. Das heißt, er redet hinter den Kulissen, sagt er, ja, wir haben da ein Problem und wir sollten das auch machen. Ja, also vorne herum sagen die Leute, Christian Lindner ist der Leibhaftige und hinter den Kulissen setzen sie sich mit ihm zusammen und wollen Geld von ihm. Das ist ganz normal. Das passiert jeden Tag. Wir haben im Vordergrund Diskussionen, die finden statt. Nochmal Menschen ganz kurz, erkennen, Herr Schäffler, Parteien unterschiedlich Herr Schäffler, sind. Und dann Sie sagen, mit dem kann man normal sprechen? Na klar kann man mit Herrn Schäffler normal sprechen. Und gibt der Bild-Zeitung ein Interview, in dem man sagt, der Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land? Das ist eine krasse Überschrift, eine krasse Übertreibung, die ich so nicht benutzen würde. Das ist keine Erfindung der Kollegen von Bild. Nein, das weiß ich. Ich sage, es ist eine krasse Übertreibung von Herrn Schäffler, die ich so nicht verwenden würde. Ja, ich finde, das ist sozusagen nicht meine Sprache. Braucht man so einen? Trotzdem. Braucht man so einen, der mal einen raushaut, um mal zu gucken, was passiert? Aber jetzt unterstellen Sie, das wäre gesteuert. Vielleicht ist Herr Schäffler einfach ein selbstbewusster Abgeordneter, der am Ende entscheiden muss, stimme ich dafür oder stimme ich dagegen? Nee, mir geht es darum, wie man Leute verunsichert. Mir geht es darum, das fand ich ja sehr interessant, Sie sagten gerade hinter den Kulissen, können Sie mit dem ganz normal reden. Na klar.
Kriegen Sie das jetzt überraschend? Ist das jetzt überraschend, dass Leute, die zusammen in der Fraktion sitzen, normal miteinander reden? Nein, aber überraschend ist, dass er offensichtlich dann solche Wörter nicht benutzt. Das heißt, in Wahrheit offenkundig das ja gar nicht denkt. Na, ich glaube schon, dass wir uns einig waren, Frank Schäffler und ich, dass das Gesetz, so wie es aus dem Wirtschaftsministerium gekommen ist, nicht zustimmungsfähig gewesen wäre. Ja, das ist ja was anderes, das deswegen kann man ja sein. Genau, und dann sage ich halt, ich bin dagegen und er sagt halt, Heizhammer ist eine Atombombe für unser Land. Unterschiedliche Typen benutzen unterschiedliche Formulierungen. Ja, Sie müssen sich auch nicht dafür rechtfertigen. Genau, das ist ja nicht meine Formulierung. Aber man verstärkt ja ein Ressentiment damit. Das ist nämlich der Unterschied. Also ich finde, Ihr Argument ist gut, dass Differenzen auch innerhalb einer Koalition sichtbar werden, um bestimmten Sichtweisen irgendwie was entgegenhalten zu können. Aber das ist, finde ich, eine andere Nummer, wenn man sich da auf eine Bühne stellt und Ressentiments verstärkt. Ja, finde ich, ist das äußerst problematisch. Ja. Ich bin trotzdem, was Sie sind jetzt bei der Heizideologie von Herrn Hagen in Bayern. Genau. Oder? Ja. Das finden Sie daneben. Also man darf nicht sagen, ich bin grundsätzlich überhaupt nicht dagegen, mit diesen Leuten zu sprechen und sich auf die Bühne zu stellen. Aber ich glaube, es kommt da sehr aufs Wording und so weiter an. Ja? Ob man da bestimmte problematische Ressentiments noch verstärkt oder sie eben eindämmt. So, ne? Und das, ich glaube, das ist der Punkt. Ich bin trotzdem nicht völlig hysterisch, sozusagen, was diese Veranstaltung angeht in Erding. Weil sie war ja auch so ein bisschen lächerlich, wenn ich das mal sagen kann, mit Blick auf Markus Söder. Der kommt ja dahin und glaubt, sozusagen sich an die Spitze der Bewegung setzen zu können und wird dann ausgepfiffen. Das fand ich ja doch eigentlich einen interessanten Moment. Und er macht eigentlich den zweiten Fehler ja schon er macht den zweiten Fehler hintereinander. 2018 hat er das auch schon gemacht, ähnlich. Damals mit der AfD einen ähnlichen Sound übernommen im Asylstreit und so. Er hat damals gesagt, das war meine politische Nahtoderfahrung. Und jetzt geht er aber wieder sozusagen zu einer Gruppe, wo er glaubt, da kann er vielleicht punkten und was gewinnen. Und es funktioniert wieder nicht. Also Opportunismus wird durchschaut. Ja, das ist ja vielleicht auch die gute Nachricht. Frau Ohler, Sie wollten gerade. Ja, die Frage ist ja, worum geht es eigentlich wirklich? Also vielleicht, wenn wir das einmal, ne, und das ist ja gerade schon so ein bisschen in diesem Verhörstyle, den beiden Menschen, die zu meiner Rechten hier jetzt sitzen, nicht politisch orientiert, sondern einfach hier jetzt logistisch orientiert geführt haben. Also worum geht es eigentlich wirklich? Ne? Kulturkampf, Politikkampf und so weiter. Also aus einem ganz naiven Verständnis einer Neurowissenschaftlerin gefragt, ja, wozu ist Politik denn eigentlich gut? Eigentlich geht es doch darum, unser Zusammenleben, so habe ich das verstanden, bitte korrigieren Sie mich, ja, wenn das irgendwie anders ist, unser Zusammenleben zu organisieren oder besser zu organisieren. Ja. Ja? Und dafür brauche ich doch bitte keinen Kulturkampf und auch keine Ablenkungs-, weiß ich nicht was, Maschinerie, wenn ich jetzt mal so einen Begriff an der Stelle mit einbringen möchte, kann, wie auch immer, um irgendwie Entscheidungen zu treffen, sondern zu sagen, und das haben Sie ja eben auch aus meiner Sicht richtig, wenn wir diese Politikdefinition uns darauf einigen können, gesagt, ja, natürlich gibt es da unterschiedliche Meinungen bzw. Haltungen. Ich hoffe, dass es Haltungen sind und die basieren eben auf entsprechenden Fakten und Untersuchungen und so weiter und nicht, ja, ich habe da mal eine Meinung. Und dann kann auch vortrefflich darüber gestritten werden, aber doch, weil es um die Sache gehen sollte, in diesem Fall eben ein Ziel einzuhalten, was sich die Bundesregierung meines Wissens nach einheitlich gesetzt hat. Reduzierung von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen und so weiter bis da und dahin in den verschiedenen Sektoren, in diesem Fall jetzt Gebäude. So, und dann können wir doch hingehen und sagen, als Gesellschaft mit den verschiedenen Teilen darin, Medien, Politik, und wir sind ja jetzt auch Teil der Medien, gerade hier, wie wollen wir darüber reden, damit wir irgendwie Lösungen finden, damit wir das gut machen. Und diese ganze Diskussion, die jetzt gerade hier geführt wurde, finde ich ehrlich gesagt ziemlich befremdlich, weil sie eigentlich das Gegenteil bei mir erreicht. Wenn ich mich jetzt als Bürgerin des Landes sehe und versuche zu verstehen, was da eventuell passiert, weil es genau das kreiert, was ich eben gesagt habe, nämlich Unsicherheit. Ja? Also da werden irgendwelche Wörter wie Ideologie und Atombombe, ja, die erstmal total Alarmmechanismus in mir auslösen, ja, also jetzt steinzeithirnmäßig gedacht, mein Hirn eben in Alarmbereitschaft versetzt wird, ja, und nicht dazu führen, dass ich mich als Bürgerin zurücklehnen kann und sagen, okay, das ist ja eine Demokratie und die ist gewählt und so weiter, oder die Regierung ist gewählt in einer Demokratie und die finden jetzt schon eine gute Entscheidung. Genau das Gegenteil wird gerade in mir kreiert und ich glaube darüber, oder ich bin davon überzeugt, das ist ja keine Glaubensfrage, ich bin davon überzeugt, dass wir darüber mehr sprechen sollten, auch hier und heute hoffentlich, mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber insgesamt, sowohl medial als auch politisch, und nicht irgendwelche Grabenkämpfe noch aufmachen, weil wir haben im wahrsten Sinne des Wortes keine Zeit mehr. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch zu. Ja? Also die Klimaziele sind da oder das Klimalimit ist da. Wir haben Stand heute noch 6 Jahre, 1 Monat, ich habe die Zahl extra vor der Sendung noch mal nachgeguckt, und 9 Tage. Wenn wir so weitermachen wie bisher, das Klimabudget, also diesen Kuchen an CO2, den wir noch ausstoßen können, auszustoßen, wenn wir uns an das 1,5-Grad-Limit wirklich halten wollen. Wie viel Zeit? 6 Jahre, 1 Monat, 9 Tage, Stand heute. Das kann jemand so genau sagen? Das sind Berechnungen,
Man kann das auf dem Mercator-Institut nachgucken, von ganz, ganz vielen schlauen Menschen, die sich mit Klima und so weiter beschäftigen und die dann gucken, okay, wie viel CO2, ne, in Gigatonnen gemessen haben wir noch. Und Stand heute, wenn wir so weitermachen wie bisher, wir haben im letzten Jahr einen weiteren Rekord global gehabt mit 36,8 Gigatonnen CO2 weltweit, die ausgestoßen wurden, dann haben wir noch diese 6 Jahre, ne, wie gesagt, 1 Monat und 9 Tage. Ich muss jetzt zugeben, Frau Unruh, das macht mir jetzt auch Angst, wenn Sie das so sagen. Deshalb wäre es doch umso wichtiger, dass wir jetzt vielleicht in den Lösungsmodus schalten. Aber ist das seriös, das so auf den Tag genau zu sagen, dann ist unser Budget vorbei? Mit 66-prozentiger Wahrscheinlichkeit. Okay, ja? Nicht unwichtig in dem Zusammenhang. Absolut, absolut. Okay, haben Sie aber eben nicht gesagt. Also ich hoffe, dass es okay ist, wenn ich es jetzt noch nachreiche. Ja, 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 also gerne verstehen. Also Sie sagen gerade irgendwie, wir sollten hier nicht so reden und wir sollten hier nicht irgendwie komische Wörter benutzen. Wobei es mich tatsächlich sehr interessiert irgendwie, wenn jemand auf der Bühne steht und von Heizideologie und so weiter spricht. Oder wenn ein bayerischer Wirtschaftsminister sagt, wir lassen uns mal die Demokratie zurückholen. Ja, das finde ich, sind zwei unterschiedliche Dinge. So, ob man genau sagt, Heizideologie als Kampfbegriff in einer politischen Auseinandersetzung oder ob man sagt, wir leben nicht in einer Demokratie. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, die entscheidende Frage ist, korrespondiert mein Argument, korrespondiert mein Satz, den ich sage auf so einer Bühne, mit einem realen politischen Punkt? Also der Frage, machen wir jetzt eine Privilegierung von Wärmepumpen oder machen wir auch noch andere Heizformen in das Gesetz rein? Darüber kann man dann streiten. Kulturkampf wird es dann, wenn es eigentlich gar keinen politischen Punkt gibt, sondern wenn eine Quatschdiskussion aufgemacht wird über Gendern, über Islamisierung des Abendlandes, wenn solche Sachen plötzlich aufgeplustert werden, ja, das sind Kulturkämpfe, die von rechts und von links geführt werden. Und die brauchen wir nicht. Aber eine Auseinandersetzung über die Frage, ist es eine Privilegierung für die Wärmepumpe oder ist sie es nicht, das korrespondiert halt mit einem echten Thema. Ja, und so eine Auseinandersetzung ist gut. Also ich habe ja nichts gegen eine harte politische Sprache. Ich selber pflege auch durchaus eine harte politische Sprache in der Auseinandersetzung. Aber es ist ja schon auffällig, dass mit so Topoi gearbeitet wird wie Erziehungsdiktatur. Also ich glaube, es entbehrt jeglicher Grundlage, dass irgendeine der Parteien in der Ampelregierung eine Erziehungsdiktatur sozusagen aufsetzen will. Und da passt natürlich eine Heizungsideologie. Man kann natürlich sagen, das Gesetz ist schlecht, weil es, wie Sie jetzt gesagt haben, eine bestimmte Heizart bevorzugt und man müsste da offener machen. Das kann man auch gerne mit einer härteren Sprache machen, aber man hört ja immer wieder. Und deswegen ist es Teil dieses Kulturkampfes. Es ist ein Teil des Kulturkampfes, weil ich glaube, bestimmte politische Kräfte in der Bundesrepublik Deutschland sehen ganz genau, dass wir jetzt in dieser Phase sind, wo es eine ökologische, eine ökonomische Transformation geben muss. Und wenn die eingeleitet wird, ist der Zug natürlich abgefahren für bestimmte Klientel, die sie gerne wählen. Und die versuchen sie jetzt unter sämtlichen Aspekten zu mobilisieren. Wie ist das, wenn die Grünen sagen, Schuldenbremse ist FDP-Ideologie, Schuldenbremsen-Ideologie, Sparfetisch von Christian Lindner? Ist das Kulturkampf und ist das schädlich für die politische Kultur? Oder ist das ein normales politisches Argument? Nein, das Argument? Ist normal. Aber deswegen das höre ich jeden Tag. Deswegen habe ich es extra in einem größeren Zusammenhang gestellt. Da auf dem Bild steht Heizungsideologie, da steht der Söder daneben, der vorher noch in dem Zusammenhang von einer Erziehungsdiktatur gesprochen hat. Also das passt dann schon zusammen. Ich habe nichts dagegen, wenn man sagt, das ist ein Fetisch, das ist eine Ideologie, das ist alles okay, das ist alles sozusagen in bestimmten Auseinander. Ich finde den Schäffler-Satz auch bescheuert, aber geschenkt. Ja. Naja, er macht Angst, aber er fügt sich in dieses größere Narrativ ein, dass über Angst Wählerschicht so sozusagen mobilisiert werden soll. Und nicht nur über die Auseinandersetzung, sondern über irrationale... Ich würde Sie gerne über die inhaltliche Auseinandersetzung mobilisieren. Ich glaube, das ist die Frage. Irrationale Ängste. Genau, in der inhaltlichen Auseinandersetzung kann ich auch mal gerne das Breitschwert benutzen. Absolut. Bin ich überhaupt gar kein Feind davon. Genau. Ja, wobei ich es schon interessant finde, auch in Ihrem Sinne heute mal, deswegen würde ich die Frage gerne an Veit Medik weitergeben. Ich meine, wir auch als Medien, Selbstkritik ist ja nicht so unsere Kernkompetenz, da sind wir nicht so richtig gut drin. Aber vielleicht können wir es heute ja mal versuchen zur Abwechslung. Wir springen doch genau auf sowas an. Und Herr Schäffler, der sagt Atombombe, weiß das doch auch ganz genau. Das ist doch die Überschrift, die in Ihrem Sinne dazu führt, jedes negative Wort 2% mehr. Ganz kurz, das ist nicht mein Sinne, ne? Sondern das ist auch das, Studienergebnisse. Nein, genau. Weil das jetzt so klingt, als ob ich mir das irgendwie im stillen Kämmerlein lasse. Nein. Ich habe Sie ja vorhin sauber zitiert. Ja, ja. Sie sagen, jedes negative Wort in einer Überschrift ist auch gut untersucht, führt zu wie viel mehr? 2,3%. Jedes negative Wort, jedes einzelne. Ja. Das heißt, zwei Wörter führen zu 5% mehr Klicks, oder wie? Also es ist keine lineare Funktion. Ja. Aber es geht in die Richtung. Genau, richtig. Das heißt, Heizhammer, Atombombe in Verbindung, das macht was. Das klingt ganz gut. Da geht doch was. Genau. So. Gehe ich absolut mit, den Punkt. Ich meine,
wir leben von solchen Überschriften, das muss man schon sagen. Ja? Also wir befinden uns ja, Sie auch leben medial von Klicks, ne? In einem Kampf um Aufmerksamkeit, ja. Ja, in einem ganz schön harten Konkurrenzkampf. Das ist ja auch nicht mehr so ganz wie in den 80er oder 90er Jahren, wo es ein paar Zeitungen und zwei, drei Magazine gab. Richtig. Sondern das hat sich alles ausgefächert, die Medienlandschaft. Und, das und setzt die privaten natürlich Verlage sind enorm unter Druck. Definitiv. Ja. Das heißt, es gibt natürlich eine Neigung zur Überspitzung, zur Dramatisierung, auch zur sozusagen Aggressionsberichterstattung, ja, zu der sehr thesenstarken Berichterstattung natürlich. Ich würde trotzdem sagen, es ist eine Illusion zu glauben, dass das früher nie der Fall war. Mhm. Also genau. Der Spiegel beispielsweise, ja. Wir haben darüber ganz viel diskutiert, auch als ich noch beim Spiegel war. Wenn man da mal ein paar Blätter durchblättert aus den 60er, 70er, 80er Jahren, also das war auch die reine Apokalypse, ehrlich gesagt. Ja? Und wie Politik da beschrieben wurde, ja? Reine machtpolitische Auseinandersetzungen und so. Ja? Die Konzentration auf Machtkämpfe, aufs Negative, ja? Auf Rücktritte und Stürze und so. Also ja. Ich würde fast sagen, die Intonierung hat sich da gar nicht so wahnsinnig verändert. Doch. Es ist vor allem natürlich doch, die Geschwindigkeit. Warum? Die Geschwindigkeit hat sich verändert und das Digitale. Ja, es geht sozusagen intravenös rein. Ja, wenn man es auf dem Handy, sozusagen, man konsumiert ja heutzutage Medien weitgehend auf dem Handy, jedenfalls so in unserer Generation. Ja. Und das, ich glaube, also Sie sind die Neurowissenschaftlerin, aber ich glaube, das macht was mit einem. Ja.